Ja, moin zusammen. Ja, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, den Wagen ganz fertig zu machen. Also zumindest die Seite. Vogelkot, ne? Schnell entfernen, Leute. Das ist nicht witzig, was das mit dem Lack macht. Das sind so Überbleibsel. Ist halt so. Ja, innen muss auch noch zusammengebaut werden. Die Dreieckslenker habe ich da liegen. Innenreinigung. Fällt mir gerade was ein. Das hat jemand weggeschmissen. Ja, warum? Ist nicht beschädigt oder sowas in der Richtung? Also bitte. Das ist durchaus ein interessantes Buch. Ist auch durchaus ein interessantes Auto. Wird jetzt ein Oldtimer, beziehungsweise ist teilweise schon ein Oldtimer. Ich suche gerade so einen. Beziehungsweise ich habe schon einen gefunden. Mal sehen, was draus wird. Schauen wir mal. Tja. Das Wetter wird irgendwie nicht besser. Für den August ist es ganz schön kalt. Ja, wie gesagt, mit dem hier lasse ich mir Zeit. Behalte ich vielleicht. Vielleicht verkaufe ich ihn auch. Hat einer gefragt, was ich dafür nehmen würde, wenn er fertig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich bin da teilweise. Das ist ein Hobby, ne? Ist nicht meine Haupteinnahmequelle, von daher teilweise echt keinen blassen Schimmer, was ich für so ein Auto nehmen soll. Der kriegt 2 Jahre TÜV, wird dann komplett aufbereitet sein und ja, wie gesagt, 104.000 Kilometer darunter. Ich suche auch noch so eine Heckblende hier, die ist nämlich hier gebrochen. Ja, so ist das. Hier muss er auch sauber gemacht werden. Weil irgendjemand, der ungefähr so aussieht wie ich, vergessen hat, die Kofferraumklappe zu schließen. Ja, ist das alles schön hier reingefusselt. Ja, so ist das halt. Tja, so ist das mit dem Auto. So, weil immer wieder Leute fragen, was ich da für die Innenraumreinigung benutze. Ob das ein Tornador ist? Nein, ist ein Nachbau. Gibt es auch bei Amazon. Und ist absolut nicht zu empfehlen. Ja, ich habe den jetzt, glaube ich, 3, 4 Mal benutzt oder sowas in der Richtung. Jetzt fällt mir. Da, wenn hier Flüssigkeit drin ist, fällt mir. Alter, was ist denn jetzt los? Wenn da Flüssigkeit drin ist und dieser Behälter etwas schwerer ist, fällt der Behälter teilweise einfach ab. Was ist mit der Fokussierfunktion hier los? Nein, das ist wirklich so grundsätzlich funktioniert das Ding. Aber es ist sagenhaft nervig. Ständig ist die Dichtung da unten drin und ja, ich benutze ihn auch teilweise echt schon nur noch so. Ja, also wie gesagt, Finger weg von dem Ding. Macht keinen Sinn. Deswegen ist ein sehr chinesisches Produkt. Naja, das Gewinde hier oben. Echt mit der heißen Nadel gestrickt. Oder das hier oben drin. Das kann auch sein. Auf jeden Fall fällt der Behälter manchmal einfach ab. Blödsinn. Schrott ist das. Hätte ich mir sparen können. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder.
Ja, die Kiste habe ich mir auch noch mal eben angeguckt. Ob da noch irgendwas zu retten ist. Ein eindeutiges Nein. Ich denke, es hat sich erledigt mit dem Auto. Ich denke, mit keinem wirtschaftlich irgendwie zu rechtfertigen Aufwand ist das Ding wieder auf die Straße zu kriegen. Ja, ist halt so, ne? Dumm gelaufen. Aber die Tür öffnet noch. Tja. Naja, ein paar Sachen wird man noch gebrauchen können. Läuft auch einwandfrei. Wenn er den vernünftig Diesel kriegt, ja, kriegt er. Ja. Tja. Toll, da war ein Sprit da drin. Fast halb voll. Tja. Hätte nicht sein müssen, ne? Einmal die Achslager hinten wechseln. Das wäre nicht passiert, denke ich. Schmeißen wir uns mal rüber auf den Fahrersitz und gucken wir mal, ob er sich noch bewegt. Oh Gott. Ach Gottchen. Fährt noch. Gott, oh Gott. Ja, mach den Baus mal mit dem Elektroauto. Fährst du nirgendwo mehr hin. Der hat die Kiste nicht aufs Dach gelegt. Und hätte er jemanden gefunden, der ihn unbedingt umgedreht hätte, wäre er damit nach Hause gefahren. Vorsichtig. Ganz einwandfrei. Deswegen. Immer schön darauf achten, dass die Hinterachse funktioniert. Ja, die Hinterachsbuchsen waren ausgeschlagen. Der ist mit dem Hintern rumgekommen und das war's dann für ihn. Mal hier hingestellt. Ja. Heckklappe ist vielleicht noch zu gebrauchen. Ne, es hat auch eine, ist auch eine Delle drin. Einmal alles abgerollt. Naja. Batterie, Sprit, Felgen. Ja, so viel zum Thema Astra sind schlechte Auto, ne? Ja. Hättest du den umgedreht, wärst nach Hause gefahren. Hättest du noch was gesehen. Obwohl das Ding auf dem Dach gelegen hat. Ja. So ist das halt. Nervt immer ein bisschen. Wenn so ein Ding völlig überflüssig kaputt gegangen ist. Vielleicht auch eine Feder schief. Ich habe keine Ahnung. Diese Buchsen da unten. Na, wo sind sie? Diese hier. Sind ausgeschlagen gewesen. Die Achse lässt sie auch nach rechts und links schieben. Also die Karosserie lässt sie auf der Achse rechts und links verschieben. Das wäre, wie gesagt, nicht nötig gewesen. Ist nicht so kompliziert wie bei VW, die Dinger auszutauschen bei dem. Also von daher hätte nicht so enden müssen. Ja, super. Naja, dann einmal abwracken. Ja, bei dem hier überlege ich gerade, ob ich dem Besitzer nicht einfach mal sagen soll, komm, ich kaufe dir das Ding ab. Das ist tja, ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn ich das wirklich mache. Das macht so keinen Sinn mehr. Ist ja kein riesen Parkplatz für fremde Leute hier. Das er hat einen schön sauber gemacht.
Aber ja. Muss ich noch die OBD-Buchse reparieren oder gucken, welche Sicherung da durchgeknallt ist. So fährt er. Läuft, fährt, bremst, lenkt, braucht neues Bremsflüssigkeit. Ganz dringend braucht er die. Einmal gebremst, bremst er gar nicht mehr. Komplett weg. Und was braucht er noch? Das war's eigentlich. Neue Batterie habe ich schon stehen für das Ding. Tja, elektrische Fensterheberter. Ich glaube auch Zentralverriegelung. Aber wie gesagt, das macht keinen Sinn. Da steht sich hier ein Wolf, der Wagen. Ja, geht doch. AUC 50 PS. Ja, dann bereite ich den einmal richtig auf, bring den über den TÜV, weil der Motor ist einwandfrei. Zahnriemen auch schon mal gewechselt worden. Fragt sie nur wann. Man sieht nichts mehr. Vielleicht sinnvoll, das mal eben zu machen. Und der Scheinwerfer hier ist eine Tropfsteinhöhle. Während der da ganz in Ordnung ist. Gelegentlich ist es aber auch Feuchtigkeit, die irgendwo sich versteckt. Naja, neue Kühlflüssigkeit können wir gebrauchen, neue Bremsflüssigkeit habe ich gerade schon gesagt. Die Zündung habe ich damals schon erneuert, das weiß ich. Ich hab ihm das Ding verkauft. Definitiv noch gemacht werden muss, war irgendwas mit dem Scharnier hier. Dann war doch irgendwas. Ja. Da kann man eine Hülse einsetzen. Wenn man die nicht pflegt, ist doch klar, ne? Metall reibt auf Metall und rubbelt sich weg. Wird immer kleiner und dann hast du den Salat. Und hast da 2 cm Spiel in der Tür. Ist jetzt nicht TÜV-relevant oder sowas in der Richtung, aber nervt halt wahnsinnig. Ja, Lack könnte auch mal gemacht werden. Ja, der hat noch wirklich ein paar Jahre vor sich, ne? Reifen sind gut. Ich habe übrigens gemäht, wie man sieht. Da sieht man auch mal den anderen. 127.000 Kilometer runter. Und lohnt sich absolut nicht, ihn zu reparieren, weil nichts, keine Extras, so gar nichts, nicht mal Servolenkung. Solche Autos wollen die Leute nicht haben. Wie gesagt, 127.000 Kilometer, ALL-Motor, den fährst du noch 10 Jahre, ganz bequem. Kann man auch mal aufbereiten innen, ja, dann fährt er noch lange, aber pff. Ich werde mir das nicht antun. Ich habe hier schon so viele Leute rumlaufen gehabt, die hatten dann irgendjemanden dabei, der angeblich Ahnung hat und oh nee, ich habe da keine Lust zu. Ja, mein Dieselbomber wollte ich eigentlich weitermachen, aber wie gesagt, so viele Sprücheklopfer. Mir hat jemand einen TDI-Motor aus einem Polo versprochen. Das ist nicht mehr erreichbar. Ja. Vielleicht mache ich den einfach mit dem SDI-Motor fertig, der reicht ja eigentlich auch. Und guck mal dann, ich habe mit dem Wagen Folgendes vor. Ich mache den so weit fertig, dass er fährt. Dann kriegt er rote Nummer. Und dann machen wir mit dem Auto ein Hypermiling. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ohne fossile Brennstoffe. Wollen wir mal sehen. Ich habe jetzt gestern. Ich habe die Autodoktoren ja auch abonniert, ne? Dann habe ich gestern irgendwas mit Elektromobilität gelesen und so. Ich habe das Video 2 oder 3 Mal ignoriert und dann habe ich es mir dann doch angeguckt. Was eine Konsumshow. Wir werden von niemandem gesponsert. Und dann Werbevideo da oben drin eingeblendet.
Ich weiß nicht. Gehen wir mal einfach davon aus, dass in nächster Zeit, also wenn das mit der Elektromobilität so weitergeht, dass wir bundesweit 100.000 Arbeitslose mehr haben aus Werkstätten. Dass ein Werkstattbesitzer erzählt, ja, mein Audi war 10 Jahre alt und dann musste er weg. Ein Werkstattbesitzer. Ein Kfz-Meister. Ich glaube, in dem Fall Elektrikermeister. Vielleicht konnte das deswegen nicht. Weiß ich nicht. Ja. Der Kona ist nun wirklich kein... weiß ich nicht. Ist schon wieder ein Neuwagen, ne? Weil sein 10 Jahre alter Audi, ja hallo, dann kauf dir keinen Audi, wenn du ein Auto haben willst, das länger ist als 10 Jahre. Und sein Fahrprofil, er fährt ja nur so wenig und ja, dann kauf dir einen gebrauchten Benziner, einen Kleinwagen, wenn du sowieso nur alleine von der Wohnung in die Werkstatt fährst. Ja? Wo liegt das Problem? Das wäre jetzt Nachhaltigkeit gewesen. Jetzt bedenke man mal noch E-Fuels dabei. Vielleicht sollte man mal sowas propagieren, wenn man schon so viel Reichweite hat. Aber nein. Wir füttern die Alpha-Kevins, die sich zu Tode konsumieren, weil sie immer mehr anraffen wollen. Noch mit Argumenten für die E-Mobilität. Die immer mehr Menschen das Leben kostet. Ich habe euch schon mal das Video verlinkt. Männer und Kinder werden abgeschlachtet. Die Frauen werden vergewaltigt. 6 Millionen Tote. Erinnert euch irgendwie an die Zahl an was, ne? In Deutschland. Kolonialismus. Herero. Und dann setzen sich dann deutsche Linke, angeblich Linke. Wie gesagt, ich bin links. Das ist kein Scherz. Ich bin links. Ich möchte, dass jeder irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommt. Ich möchte auch gerne, dass die Umwelt und das Klima geschützt wird. Möchte ich auch. Ich möchte aber nicht angelogen werden. Ne? Der Fokus hat neulich, was hast du denn nochmal berichtet? Ach ja, die Bundesregierung wünscht keine kritischen Berechnungen zum CO2-Fußabdruck eines Elektroautos. Wünschen die nicht. Haben die aufgedeckt. Die EU wünscht das nicht. Die rechnen das einfach raus. Den Bau, den Betrieb, wo der Strom herkommt. Wir haben gerade mal 30% erneuerbare Energien in Deutschland. Stelle man sich vor, Atomkraft aus Frankreich wird zugekauft, Kohlekraftwerk aus Polen mit 11 Blöcken, größter CO2-Emittent Europas. Damit laden wir dann die Elektroautos auf und wir fühlen uns alle ganz toll grün. Es gibt da jemanden, der sagte mal, die Grünen sind im linken Spektrum eigentlich äußerst rechts. Stimmt, sind sie. Das sind Menschen, die es im Grunde genommen scheißegal ist, wie es anderen Leuten geht. Am anderen Ende der Welt. Die kann man ja nicht sehen. Ja, ganz offensichtlich ist das so. Muss ich ja von ausgehen. Ne? Unsere Bundesregierung, die aktuelle ja auch. Lobbyismus. So, und der Lobbyismus ist jetzt auch bei den Autodoktoren angekommen. Also er macht Werbung für einen Antrieb, der letztendlich Menschen das Leben kostet und ihnen seinen Job. Da frage ich mich ernsthaft, Alter, hast du dich mit dem Hammer gekämmt oder was? Wo hast du deinen Meisterbrief gemacht? Ne? Es geht auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen als Meister, als Betriebsleiter. Man hat den Betrieb so verantwortungsvoll zu führen, dass die Leute was zu beißen haben am Ende des Monats. Und sich nicht dahin zu stellen und damit werden wir unter Garantie 100.000 Arbeitslose mehr haben, in der zumindest schon mal in der Kfz-Branche. Mir ist ein bisschen das
Boah, mir ist ein bisschen die Jutschnur geplatzt bei den beiden. Das ist. Und dann die Kommentare darunter. Die baden sich in Selbstverliebtheit. Die baden sich richtig da drin. Oh, ich habe jetzt auch einen bestellt. Müsste man eigentlich jedes Mal, muss man auf so ein Elektroauto wirklich draufdrucken. Ne? Ein totes Baby in Afrika, pass mal auf, ne? Dieses Fahrzeug tötet Menschen. Wobei, das ist jeder Neuwagen, ne? Weil es kommt ja immer der absolute Whataboutism-Spruch. Whataboutism ist übrigens der Ausdruck absoluter Verblödung, wenn man keine Argumente hat. Ja, aber die Ölförderung. Ich rede immer noch von, ne, nicht fossilen Brennstoffen. Ich fahre mit nicht fossilen Brennstoffen. Und mir ist das scheißegal, was andere darüber sagen. Ich mache das trotzdem. Das ist einfach so. Genauso wie dieser Wagen hier. Der wird auch in Zukunft ohne fossile Brennstoffe fahren. Wollen wir mal gucken. Ne? So, jetzt mache ich von anderem weiter. Das kotzt mich an, das Thema. Naja, in den Kommentaren hat jemand geschrieben, so von wegen, nein, das macht man so nicht. Alles natürlich groß geschrieben. Wenn ich jetzt mit Glasreiniger darüber gehe, ist der ganze Glanz wieder weg. So, erstens. Glanzschleifen bedeutet im Grunde genommen wie jede andere Politur. Ich bereite den Lack vor, für ein Schleifen. Das hier ist eine Schleifpaste. Alles, was irgendwo am Ende glänzen soll, muss immer feiner geschliffen werden. Hier sieht man, ich habe ja mittlerweile die ganze Seite gemacht, habe ich euch schon gezeigt. So, jetzt nehme ich mal Glasreiniger. Das ist Glasreiniger, ganz normaler. Jetzt muss man den noch öffnen mit einer Hand. Ah. So. Gehen wir mal da ordentlich drauf. Wie man sieht, Glasreiniger, ne? Nicht geizig sein. So. So, und trocken machen. Und siehe da, das Auto glänzt immer noch. Ja. Ja, ist immer noch ein Glasreiniger drauf. Los, wird trocken. Du komm schon. Boah, wo ist der Luftschlauch? Ah. Wie gesagt, ich mache das alles schon länger. Ne? Und ich weiß, was ich mache. Das sind überflüssige Kommentare. Hier bin ich. Im hochglänzenden Lack. Das Einzige, was ich jetzt machen darf, wahrscheinlich, ist nochmal wachsen. Weil ich jetzt ein bisschen von dem Wachs runtergeholt habe. Es gibt wirklich Leute, die gucken sich Videos an, damit sie Fehler finden. Maßgebliche, also ne, angebliche Fehler. Um die dann zu kommentieren. Und sorry, aber wie gesagt, mache ich das schon ein paar Jahre länger. Ist genauso wie die Innenaufarbeitung. Hat schon alles einen Sinn, was ich da mache. Das ist nur Fokus hier endlich. Ja. Hat schon alles einen Sinn, was ich da mache. Da wird nichts matt. Er ist genauso glänzend wie vorher. So poliert man alles.
Metalle zum Beispiel, wenn sie stumpf sind. Ja, man fängt mit 600er an, 1000er, 1500er, 2000er, 3000er. Oh, und dann geht das Ganze über die Lammfellrolle und wird weiter poliert. Ja, ich habe das alles schon gemacht. Wie gesagt, ich mache das schon länger. So ungefähr 30 Jahre, genau 31 Jahre. Beruflich. Ja, vor 31 Jahren war ich in der Lehre, habe ich die Lehre angefangen. Und davor habe ich das mit meinem Vater schon gemacht. Ja, das ist durchaus so, dass ich langsam weiß, was ich tue. Okay, weiter geht's. Hier thront übrigens der Keks. Hallo Keks. Na? Möchtest du dem Publikum irgendwas sagen? Nein? Du fühlst dich gestört, ne? Ja, okay. Dann halt nicht. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach einem anderen Auto. Also nicht für uns. Für einen Bekannten. Ja, ich muss ziemlich schwere Pferdetrailer ziehen. Und kann sich aber keine, ja, wie soll man es sagen, reichhaltigen Steuern leisten. Kann sich aber auch keinen saufenden Benziner, ja, Mithänger, Benziner, säuft, klar. Ne? Ja, jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem Auto mit LPG, was mindestens 2 Tonnen ziehen kann. Das wird lustig. Aber der Automarkt ist gerade halbwegs verstorben. Irgendwie gibt es keine Autos mehr. In Hamburg haben Leute mittlerweile eine riesige Lagerhalle voll mit Verbrennern. Die lagern die, die horten die. Frag mich mal warum. Keine Ahnung. Spätestens wenn die sich die ganzen Deppen durchgesetzt haben und sich alle Elektroautos kaufen, werden die wahrscheinlich sich dumm und blöd verdienen. Wenn die Elektroautos nach 5 Minuten nicht mehr funktionieren. Ja, Kundenbindung. Kauf ein Elektroauto, nach 10 Jahren hast du noch auf dem Schrotter stehen. Keiner tauscht den Akku aus. Siehe Bericht aus den USA. 10 Jahre alte Elektroautos taugen noch als Golfkarte, das war's. Ja, ja, war, Tesla, bla bla. Kein Mensch kauft sich einen Tesla, der vernünftig ist. Das ist ein Auto, was qualitativ unterhalb von Dacia ist. Wo eine Stoßstange 700 Euro kostet. Also bitte. Wer bei Verstand kauft sich denn so einen Scheiß? Wir können ja alle Tesla fahren. Hat nicht jeder 70.000, 80.000 Euro auf der Tasche. Wir müssen realistisch bleiben. Mal gucken, ob es hier was zum Abendessen gibt. Oh, Tomaten. Ja, wir sind beide ein bisschen krank. Irgendwie ein Infekt eingefangen. Deswegen bin ich auf der Suche nach Vitaminen. Aber Tomaten haben wir hier genug. Ich denke mal, es wird irgendwas mit Tomaten geben heute. Wird auch eine reichhaltige Ernte werden, aber die verstecken sich hier. Ja. Ja, ist ordentlich. Na, ja, wie gesagt, also ich habe vorher schon nicht wirklich, sagen wir mal zu, ich habe zu 70% weggehört, wenn die Autodoktoren irgendwas erzählt haben. Und aber das ging mir jetzt richtig auf den Sack. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder ganz doll viele Fanboys und ah, er hat es gewagt, ihre Hoheit, bla 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 bla. Leute, denen seid ihr auch scheißegal. Ja. Und spart euch die Dinger in den Kommentaren. Die Kommentare werden gefiltert. Ja, beim letzten Mal seid ihr auch reihenweise rausgeflogen. Wenn man zu blöd ist, einfach gar nicht erst anfangen. Klickt doch einfach weiter. Das ist meine Meinung. Ich brauche keine Meinungsnazis. Ja, ich weiß. Und ich bin eben dagegen. Weil ich weiß, wie es in Afrika aussieht, weil ich des Öfteren da war. Und es werden Leute abgeschlachtet für euch. Weil die Leute das Pech haben, auf den Rohstoffen für diese Scheißhaufen von Elektroautos zu wohnen. Die werden für euch abgeschlachtet. Frauen und Kinder.
Frauen werden vergewaltigt, Kinder und Männer werden umgebracht. Oder die Männer werden verschleppt als Sklaven für die Minen. Könnt ihr stolz drauf sein auf euer Elektroauto? Ja, ich weiß. Alle Neuwagen leiden darunter, mehr oder weniger. Unter diesem Imageproblem, was totgeschwiegen wird. Beim Elektroauto kommt nur eins dazu. Gibt mittlerweile genug Medien, die das aufgedeckt haben. Siehe Fokus, siehe andere Medien, ist völlig irrelevant. Und wer euch da wendet, ist völlig egal. Ne? Es ist nicht erwünscht, das Ganze kritisch zu hinterfragen mit der Elektromobilität. Und warum ist das so? Weil nach 10 Jahren diese Gurken im Arsch sind. So, diese Autos sind alle über 20 Jahre alt. Die funktionieren alle noch. Selbst den da, der total verrottet aussieht, ne? Den fahre ich gleich los. Kann ich machen. Batterie rein, fahre ich los. Was das mit dem Elektroauto macht nach 10 Jahren, das wird nichts. Kommst da vorne bis an die Straßenecke, kannst du dir mal Zigaretten dafür holen. Die Dinger kannst du als Golfkart nehmen. Zu Deutsch, riesiger Müllberg wird produziert. Ja, ja, Fasel, bla, bla, die Akkus sind recycelbar. Ja, ist der ganze Motor ja auch. Und der braucht keine fossilen Brennstoffe. Ist das nicht schick? Ja, den Fahrzeugbestand umrüsten. Wenn man es denn ernst meinen würde mit dem CO, mit der CO2-Reduktion, würde man doch aus CO2, ne, Power to Gas, ja, 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 ich weiß, jetzt kommt da wieder mit irgendwelchen, die Effektivität, bla, bla, bla. Wisst ihr eigentlich, wie viel Strom wir verschenken? Aus erneuerbaren Energien. Ja, ja. Einfach mal die Birne einschalten und mal gucken, ob man vielleicht Unrecht hat. Ob man vielleicht dummes Zeug erzählt. Hm? Dann reden wir nochmal weiter. Hm? Dieses Auto hier kann CO2-neutral in der Gegend rumfahren. Es ist existiert. Es gibt keinen CO2-Rucksack mehr. Den hat er abgefahren. Ja, genauso wie der da. Der hat, glaube ich, 220.000 runter, weiß ich jetzt gerade nicht. Oder 230. Das Auto hält ganz bequem. Ich weiß, es ist unvorstellbar für euch und für eure Nachbarn vor allen Dingen. Was soll der Nachbar sagen? Der Wagen hält bis 800.000, 900.000 Kilometer, ganz problemlos. Guckt selber bei eBay Kleinanzeigen rein. 800.000 bis 900.000 Kilometer, das ist Nachhaltigkeit. Und danach kann man den Motor nochmal überholen und dann fährt man weiter. Interessant, ne? Dieses Auto hier kannst du 20, 30 Jahre lang fahren. Dieses Auto ist 30 Jahre alt und springt sofort an. Stand 10 Jahre im Wald. Springt sofort an. Lohnt sich jetzt aktuell nicht, den aufzubauen, aber er würde fahren. So ist das halt. Und das regt mich gerade tierisch auf. Dieser Kolonialismus, das klingt schon wirklich stark nach Nazi-Pack, wirklich. Ne? Lasst uns doch diesen schwarzen Kontinent einfach vernichten, damit wir hier schön mit unseren Elektroautos angeben können. Ist das schön. Was interessieren mich schwarze Menschen, die irgendwo sterben? Scheiß der Hund drauf. Hauptsache, ich als Elektro-Alpha-Kevin kann mich hier profilieren mit meinem Elektroauto und kann da meinen Nachbarn sagen, der 20 oder 30 Jahre alten Benziner fährt, guck mal, was du für ein Schwein bist. Ja, kotzt mich gerade richtig an. Und die beiden machen auch noch mit. Also ich bin fertig mit denen. Ich gucke mir den Scheiß nicht mehr an. Okay. Wie gesagt, ich bin krank, ich habe schlechte Laune. Bis zum nächsten Mal.